Es soll schon sehr bunt sein, es soll auch nicht langweilen, es sollen sehr verschiedene Sachen vorkommen, schnelle Stücke, langsame, hausige, wir haben auch viele, haben wir heute nicht gespielt, aber viele hausige, techno-ähnliche Sachen.
es ist von allem was dabei, aber trotzdem ist unsere Linie immer klar. Also man hört uns schon wie raus. Also der Sound bleibt eigentlich derselbe. Also auch wenn wir sonst wie andere Stilistik spielen, jemand, der uns kennt, wird sofort erkennen, dass das diese Band ist. Also der Grundsound ist schon sehr markant. Also da bleiben wir auch bei. Und es ist tatsächlich so, dass das sehr universell ist. Also es gibt tatsächlich Jazz-Fans, die schon mal eine Platte kaufen. Es gibt auch Club-Leute, die normalerweise auf eine Techno-Party gehen würden, die unsere Platte kaufen. Oder Leute, die Easy-Listening-Musik mögen, die eigentlich lieber schön zu Hause abschalten, CD an, ein bisschen entspannen. Es läuft auf den Cafés, Bars im Hintergrund. Es läuft als Konzert im Jazzclub. Also es funktioniert so auf verschiedenen Bereichen. Wenn man die Musik leise hört, kann man sich entspannen. Wenn man es laut hört, kann man tanzen und Party machen. Also es funktioniert in verschiedenen Gelegenheiten. Ja. Thank you.
Mm-hmm.